Moin zusammen und willkommen zurück zur Definitive Edition von Outward. Wir haben uns Monsun angeguckt und so eine Stadt von Riesen. Bei den Riesen gibt es nicht so wirklich was zu tun, die haben nicht viel zu erzählen. Ich hätte gehofft, dass man da vielleicht irgendeine Aufgabe machen kann oder einen Lehrer findet. Nee. So, und jetzt machen wir uns auf Richtung dem Wald von Enmakar. Ist es? Hier sind wir und wir müssen hier hin. Runde. Hat komisch gehangen hier. Zum Enmerkar-Wald. Ja. Geht das, dass ich hier was Grünes hinmarke und er sieht das auf der Karte? Nein, er sieht das doch nicht auf der Minimap. Alles klar. Aber wir müssen hier über die Brücke und dann links abbiegen. Okay. So, und alles, was uns unterwegs so beim Weg läuft, werden wir dann eben umholzen. Aber jetzt nicht so irgendwie groß erkunden. Ja. So der Plan. Zum Beispiel da unten das Lebkraut, die werden wir nicht mit einsammeln. Oder was auch immer da sonst noch liegt. Das bleibt da alles erstmal liegen. Denn storylining-technisch haben wir ja die Möglichkeit, uns drei Leuten anzuschließen. Oder halt drei Leuten wegetechnisch zu folgen. Moment. Wo ist denn mein... Da. Letztes Meeresfrikassee. Nicht gut. Wir können uns der heiligen Mission von Elad anschließen. Wir können uns wahrscheinlich der blauen Kammer anschließen. Oder halt in die Fußstapfen von Reza Aberdeen treten. Oder wir können im Königreich von, ich weiß nicht mehr wo, mit Isan unser Glück versuchen. Im Königreich waren wir noch nicht, das ist in der Brassa-Wüste und da würde ich jetzt das nächste Ziel setzen. Okay. Okay. Mit den ganzen Sägen, die ja dann angeworfen sind, macht man dann doch deutlich mehr Schaden. Stahlschild nehme ich mit. Wie viel Platz haben wir in der Tasche? Nicht viel. Mal aufpassen, was wir alles einstecken. Ja, warum schließen wir uns jetzt was an und erkunden nicht, wie wir es jetzt die ganzen vorherigen 25 plus Folgen gemacht haben? Stagniert. Ist ja eigentlich auch ein RPG und vielleicht sollte man auch mal sich ein bisschen um die Story kümmern. Und das tun wir jetzt. Der heiligen Mission von Elad bin ich ein bisschen abgeneigt von, weil, weiß nicht, da hat... Magiertechnisch passen wir doch mehr bei Berg rein, oder? Mal gucken, was es in der Brassa-Wüste so gibt. Da war ich noch bisher gar nicht. Ist dieser Turm da irgendwie... Ah, naja, da müssen wir als erstes hin. Da geht's nämlich dann weiter Richtung Enmerkar-Wald. Hi. Jetzt die Musik wieder aus. Manchmal ist in Outward, ja, es gibt ja wirklich wunderschöne Musikabschnitte. Manchmal ist das wirklich ein bisschen schade, dass eine gewisse Zeit lang einfach keine Musik läuft. Jetzt. Einfach Totenstille. Man hört nur, wie der am Gluckern ist. Und das war's. Ja. Vorratskiste nehmen wir aber mit. Mit das Nervigste auf, was ich bisher gemerkt hatte, ist eigentlich, dass man muss ewig viel Zeug immer von A nach B schleppen eigentlich. Ich werde wahrscheinlich auch demnächst die Feuersteine nicht mehr mitnehmen, denn es ist so lange her, dass ich Feuersteine benutzt habe. Das kann man sich auch sparen. Einmal rein da. Was schwieriger zu bekommen ist, ist mittlerweile Meeresfrikassee. Damit hätte ich gar nicht gerechnet, weil mit Essen... Sekunde, muss man eben gucken, wo ich lang muss. Hier links würde ich sagen. Muss ja hier zu dem komischen Turm. Oder?
Ja, ist ja gut jetzt. Warte mal, wo muss ich hier lang? Ich muss doch hier so und dann darüber. Ne? Auf hier Sachen runterzuschmeißen. So, zu dem komischen Turm. Das heißt, ich muss über die Brücke hier. Oh. Kommen wir rein? Blitzturm des Lichts. Hört sich erstmal freundlich an, ne? Ist ja nicht der Spitzturm der Dunkelheit. Aber ich würde sagen, mit den beiden da oben hat das mit Freundlichkeit schon gerade wieder sich erledigt. Aber die kriegen wir ohne Probleme, denke ich, gelegt. Mist, hat er mich doch noch einmal im Rücken gestochen. Gut, wenn wir jetzt sowieso am Kämpfen sind, dann wechseln wir mal in unser Kampfoutfit. Und wir müssen schon wieder die ganzen Sägen anschmeißen. Moment. Also, dass man nur 14, 14, nur 8 Kurztasten hat oder 7? Wie viele sind es? 8. Ist ein bisschen nervig. Keine geeignete Waffe. Oh. Jetzt sollte es gehen. So. Hier müsste es ja eigentlich direkt einen Ausgang auf einer anderen Seite geben, dass wir weiter können, oder? Habe ich hier vorne nicht eine Tür gesehen? Oder soll das ein Fenster darstellen? Komme ich denn jetzt hier? Beutel, Rucksackübergewicht, das ist schlecht. Das ist nicht der Plan. Ist nirgendwo eine Tür. Nur da unten. Vielleicht gibt es unten noch eine Tür? Ich will ihn nicht erkunden, ich will raus. Aha, ein Hebel. Wo müssen wir hier lang? Ist da die Tür raus? Ah. Ich glaube, da geht's raus. Da sind auch zwei Gegner. Ja. Vielleicht muss ich hier den Hebel nochmal umlegen. Kann ich nicht. Ist hier irgendwo noch ein Hebel? Was hat der da? Einen leuchtenden blauen Knüppel hat er in der Hand. Ah ne, das ist der mit dem, mit der. Genau, mit dem Ding. Ei! Los. Schon geflogen, Cassandra, ne? Das Goldgespenst. Wir wollen doch gar nicht die ganzen Goldgespenster hier umklotzen. Da, das Ding müssen wir vielleicht irgendwie anmachen. Oder aus. Hat das hier irgendwas, womit man. Könnt ihr nichts.
Dann müssen wir vielleicht doch den Berg, den Turm hier so ein bisschen hochklettern. Was ist denn hier? Lüftungsschacht. Da ist noch so ein Dude. Und hier ist nichts, aber hier ist ein Hebel. Und jetzt? Oh, die Lampe ist aus. Das ist gut. Oh, da ist noch ein Schundhaufen hinten in der Ecke. Mit dem können wir jetzt nicht mehr interagieren, mit dem Teil. Ist jetzt irgendwo eine Treppe oder so? Vielleicht ist das, Sekunde, das, was vorhin blau ummantelt war oder mit einem Schutzschild umgeben war, vielleicht ist das jetzt, ja, das ist jetzt offen. Dann wird man wahrscheinlich weiter nach oben können. Und da ist direkt der Dude mit den beiden Schwertern. Da müssen wir uns eben kurz einen Augenblick vorbereiten. Schnell die Sägen alle anschmeißen. Komm, her damit. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Was mir noch fehlt ist Manarek. So. Dann mal hoch. Wusste ich's doch. Ah. Au. Das noch wer? Ach, so ein kleiner. Come on. Na also. So gefällt mir das. Muss mal gleich irgendwas wegschmeißen. Aber was? Ja, jetzt wird's eng. Jetzt wird's ganz eng. So, wenn wir noch einen Hebel umlegen müssen, was schmeißen wir jetzt weg? Ah ne, wir können ein paar Sachen kaputt machen. Fangen wir damit an. Dass der Weg zum Enmekarwald so mit Stein belegt sein muss, ne? Das finde ich gar nicht gut. Jetzt hier noch. Ansonsten nichts. Wie sieht's aus? 15 zu viel. Hier habe ich noch mehr als genug. Ne, warte mal. Machen wir anders. Den leeren wir. Und der kommt in den Beutel. In die Tasche. Und ansonsten. Okay, das kann man noch trinken. Das hier auch. Turmab-Eintopf ist jetzt mittlerweile auch das Einzige, was noch am Laufen ist an Essen. Eieieiei. Ah, die Pfeile, die könnte man auch anlegen. Ist das hier ein Management, ey? Das ist eine halbe Verwalteraufgabe. So, aber jetzt müssten wir wieder schneller unterwegs sein. Ja. Perfekt. So, dann gucken wir mal. Wo ist denn der Dude mit seinen zwei Schwertern? Hä? Es sieht ein bisschen krass aus. Deswegen. Ich bin hier auf Abwegen. Nicht auf richtigen Wege. Wo bin ich denn hier? Keinen Schritt weiter, Überträger der Verderbnis. Kehre um oder dein Leben ist verwirkt. Der Lichtwärter wird deine Anwesenheit hier nicht dulden. Wer bist du?
Ich bin der Lichtwärter. Du solltest mich nicht unterschätzen. Ich habe in meiner Zeit als Licht Jahrhunderte vorübergehen sehen. Und ich werde nicht zulassen, dass du diesen Ort mit der Verderbnis in deinem Blut besudelst. Ich merke, wenn ich unerwünscht bin. Ich gehe dann mal. Verderbnis? Ich bin nur ein einfacher menschlicher Forschungsreisender. Was redest du da? Nehmen wir mal die zwei. Jeder Mensch auf dieser elenden Welt ist ein Handlanger der Verderbnis. Solange auch nur einer von deiner Sorte lebt und atmet, gibt es keine Hoffnung für diese Welt. Der einzige Weg ist die Läuterung durch Blitz und Donner. Du hast also vor, die Menschheit auszurotten? Ist es das? Ich möchte eure Spezies lieber in etwas Besseres verwandeln und werde diesem Plan viele weitere Jahrhunderte widmen. Aber wenn ich zwischen der Menschheit und der Existenz der Welt wählen müsste, würde ich mich für die Welt entscheiden. Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. Ausrettung, ja, eine Art arbeiten kann, das könnte dir so passen. Ich glaube, der ist ein bisschen zu heftig. Wir gehen mal lieber. So, jetzt ist nur die Frage. Wie kriegen wir unten die Tür auf? Und warum sind wir direkt hier ganz oben? Das Ding habe ich umgelegt, den Schalter. Nehmen wir nochmal den Teleporter hier. Wo sind wir jetzt? Unten. Okay. Vielleicht kann man jetzt doch unten durch. Schauen wir mal nach. Fünf. Nee, warte mal. Hier passt was nicht. Ja, der Helm ist noch nicht getauscht. So. Jetzt sollte ich um einiges schneller laufen können. So, ich hoffe, dass man jetzt da unten durch kann und wir auf der anderen Seite raus können. Nee. Da müssen wir einen Umweg laufen. Ach, so ein Dreck. Also, hier ging es wieder raus, ne? Kommt man denn da vorbei? Das, laut Karte muss man doch ganz klar hier drauf, oder? So, hier ganz klar drauf. Und dann kann man hier so hinten raus. Ist jetzt auch... Mist. Ist jetzt auch nicht irgendwie da... Oh, warte mal. Warte mal. Könnte es sein, dass vorne eine Brücke ist, die nicht eingezeichnet ist? Oh, Vorsicht, nicht runterfallen. Laufen wir mal eben hin. Diese Brücke hier, könnte die mich richtig weiterführen? Also, na, da brauche ich nicht abbauen. Das lohnt sich ja gar nicht. So, diese Brücke hier. Ah. Nee. Und wenn man... Nein, nein, nein! Ah. Aber vielleicht könnte das doch klappen. Ich muss nur den äußeren nehmen, nicht den inneren. Denn wenn man den äußeren nimmt, kommt man hier an die Stange. Hm. Muss man halt rank. Ja. Probieren das jetzt. Nein! Nein! So tief war das doch gar nicht. So ein Scheiß, ey. So. Gebrochen und besiegt gehst du zu Boden, während dich um alles während um dich herum langsam alles schwarz wird. Spürst du auf einmal wie jemand, der über dir steht und dich verteidigt. Vor was? Durch den Schleier deiner Benommenheit dringt eine warme Stimme an dein Ohr. Na, na, heute wird nicht gestorben. Schön wach bleiben. Ich passe auf dich auf. Ah, Gap. Kennen wir. Es ist ein Tag vergangen.
Gäb's Trunk, gäb's Nachricht. Ja. Und wo sind wir jetzt hier? Ah, in der Nähe von dem einen Turm da. Ja, gäb's Nachricht, kennen wir schon. Brauchen wir nicht lesen oder steht mal was Neues drin? Ach, hier. Trinken wir den mal. Moderate Menge Gesundheit aus da wiederherstellt. Mhm. Ja, dann müssen wir über die Halbinsel, ne? Denn über die Brücke hier schaffe ich es nicht. Achtung, okay, dann kann man aber den Weg hier nehmen und dann einfach runter wieder zur Halbinsel und dann da den Bogen laufen. Gut. Halten wir uns nicht weiter mit Kleinigkeiten auf. Gibt's noch was ich irgendwie anlegen kann, um uns zu beschleunigen? Trinken wir mal so ein Mineraltee und essen den einen Riegel. Sonst noch was? Nee, ne? Ich würde auch einfach sagen, wir hauen einfach vor allem ab. Ja, komm. Bevor ich das mache, das Brot ist fast verschimmelt. Das hat aber jetzt nichts gebracht. Ausdauer, da! Immense Ausdauerregeneration, das ist wunderbar. Jetzt noch einen Schluck Wasser dazu nehmen. Dann kann es ja losgehen. Gut, machen wir den Marathonläufer. Hier sind irgendwo Banditen, den muss ich bloß ausweichen. Oder davonlaufen, eins von beiden. Wo sind sie denn hin? Oh! Vorsicht! Ich glaube, vorhin, wo ich den Stahlträger runtergefallen bin, bin ich nicht am Fallschaden gestorben, sondern bin in einen Bereich der Karte gekommen, wo man nicht hin darf. Und das hat mich getötet. Und zwar in die Nähe von Wasser. Also tiefe Gewässer. Denn wir können nicht schwimmen. Und dadurch, dass wir nicht schwimmen können, ertrinken wir natürlich sofort. Was sind das für komische Dinger hier? Hm. Ob man wohl auch, wir haben ja jetzt mit dem Lichtwärter gesprochen, ob man dann wohl bei der heiligen Mission Bescheid sagen kann, hey, da ist ein krasser Dude, den müsst ihr mal wegmachen. Ich hoffe, ich laufe hier richtig. Bisschen in die Orientierung verloren. Jetzt erstmal sagen, ich bin auf jeden Fall nicht falsch, oder? Oh. Oh, der kratzt da hinten an meiner Ding jetzt an meiner Box. Warte mal. Ich hab so eine, kennt ihr diese Ikea-Boxen für Kallax-Regale? Die Ikea-Boxen waren mir zu teuer. Ich habe mir die Teddy-Boxen geholt für 1 Euro oder 2. Das ist fast das gleiche, nur ein wabbeliger. Da hat er gerade einfach dran gekratzt, als wäre jetzt Kratzbaum. Moin und tschüss. Also die enorme Ausdauerregeneration der Marshmallow-Marmelade ist heftig. Die ist richtig heftig. Die Ausdauer geht ja gar nicht runter. So, ich müsste jetzt, meine ich, wieder Richtung Eingang bzw. Übergang zum Enmekar-Wald, zur Halbinsel sein. Oder? Oh, ich muss noch weiter der Straße folgen. Oder? Oh, ich habe so die Orientierung verloren. Da vorne ist ein Dingens, ein Wegweiser. Für den einen Vater. Den Heiligen Pfad oder wie es noch immer heißt. Oh, nicht durchs Wasser. Das abgestandene Wasser ist nämlich giftig. So, also wir schaffen es auf jeden Fall rüber zu den Enmekar-Wald. Uns wird, denke ich, einiges verschimmeln in der Tasche. Aber der Reiseproviant nicht, oder? Wo ist er? Nee, der.
Nee, der nicht. Ich dachte schon gerade, der wäre kurz vor ein paar Schimmeln. Das wäre mega scheiße gewesen. Musik können sie mal wieder anmachen. Das wäre mal was. So. Oh! Den hätte ich hier nicht erwartet. Was kann ich für dich tun? Hast du was, was? Ich kann, bevor es verschimmelt, kann ich dir das rohe Fleisch verkaufen, den Fisch, die Melone, Eier. Was ist hier noch kurz vorm Verschimmeln? Der Blutpilz nicht. Musik ist wieder da. Und was macht das hier? Kraft, Wucht, Schutz vor Kälte. Brauche ich nicht. Halt 29, das brauche ich aber eigentlich auch nicht. Kaufen wir die viermal? Nee, stopp. Nicht. Denn ich kann wohl Geld gebrauchen. Ziel ist ja die Abrasa-Wüste und somit auch eine menschliche Besiedlung. Und in einer menschlichen Siedlung gibt es eigentlich immer auch Lehrer. Wir haben ja auch einige. Das ist aber natürlich. Das hat sich total gelohnt. Die Mana-Regeneration, die wir hier lernen konnten. Sowie die zusätzlichen Segen. Also, das war schon. Ja. Sehr, sehr, sehr gut. So, Gabere ist verfault. Ich wusste gar nicht, dass ich Gabären in der Tasche hatte. Mal ehrlich. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm, ne? Dass da so ein paar Gabären aus der Tasche verfault sind. Ich finde, die Musik, die jetzt gerade hier läuft, es hört sich viel bedrohlicher an als die Sümpfe. Und in den Sümpfen war es aber viel gefährlicher. Also die Musik. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt ist sie nicht mehr bedrohlich. Ich bin sehr gespannt auf die Karte der Abrasa-Wüste. Denn da wird sich zeigen, ob es neben der Abrasa-Wüste, den heiligen Sümpfen, der Halbinsel und dem Enmekar-Wald, also diesen vier Gebieten, noch ein fünftes Gebiet gibt. Das weiß ich nämlich gar nicht. So. Hatte zwischenzeitlich überlegt, ob es vielleicht Sinn macht, dass ich mal was esse, um ein bisschen die Ausdauerregeneration hochzusetzen, aber für das kurze Stück hier in der Halbinsel. Nee. Nee, nee, nee. So nicht. Das macht gar keinen Sinn. Diese eine Brücke, die wir gerade auch in den Sümpfen nicht passieren könnte, was gut möglich ist, oder was sein könnte, ist, dass man vielleicht vom Enmekar-Wald darüber muss, um von der anderen Seite ranzukommen, damit man das Tor aufschließt. Gibt es ja auch oben in der Halbinsel beim Banditencamp Mount Calm? Mount Calm? Oder wie heißt das? Ich weiß nicht mehr allzu genau. Neue Charaktere können nicht zaubern. Zunächst muss man Mana in einer heiligen Linie freigeschalten. Ja, Mana muss man erst freischalten. So. Würde sagen, wir nehmen mal kurz das Luxuszelt. Wo ist es? So. Denn wenn man im Luxuszelt schläft, kriegt man ein bisschen Ausdauer zurück, aber vor allem kriegt man einen kleinen Buff, der die Ausdauerkosten und ich glaube Gesundheitskosten reduziert. Wird zwar nur eine Stunde anhalten, weil ich hier nur eine Stunde schlafe, aber egal. Da ist er. Noch besserer Buff ist der, wenn man in Cierzo schläft. Aber das ist jetzt gerade nicht möglich. So. Da ist noch ein. Wo ist denn der Buff? Wo sind die Buffs? Ja, Ausdauerkosten. Kosten sind 20. Aber das steht von Aktion. Kann natürlich sein, dass das jetzt nicht fürs Sprinten zählt. Boah. Der Ball bewegt sich nicht. Der bleibt permanent voll.
Wenn wir in der Mitte ankommen, Geister werde ich jetzt natürlich auch erstmal, den werde ich natürlich jetzt auch erstmal ausweichen. Wenn wir in der Mitte angekommen sind, dann gucke ich, wo ich langlaufen muss. Ich weiß nämlich nicht, wo es zur Abrasser-Wüste geht. Oh, ein Ascheriese. Den wollen wir jetzt nicht gerade angreifen. Dafür haben wir nicht das passende Essen gegessen. Wie weit sind wir jetzt? Ich glaube, jetzt müssten wir da vorne... Genau, da ist jetzt noch der eine Band. Das ist jetzt noch so ein Banditenmenschenjäger, meine ich. Ich meine, wir müssen noch gleich... Wir müssten gleich am See sein, oder? Nicht? So weitläufig. Ein riesen grün Kladderadatsch. Kann Wachturm sehen, das ist schon mal gut. Dass dann unter oben diese, nennst du mal orgelartige, dieses orgelartige Monument. So, See. Das heißt, ich bin hier. Die Abrasser-Wüste, der Krater. Oh. Der Krater. Aber ich will zur Abrasser-Wüste, das heißt hier rum. Kann auch hier rum. Gehen wir links. Vorsichtig. Nicht in den See fallen. Sonst muss uns wieder Gap daraus ziehen. Mal guckt. Diese komischen lila Strahlen, die aus dem Boden kommen, sind aber auch ein bisschen verwirrend. Da ist ein Händler. Wie viele Reiseproviant habe ich noch? 6. Das heißt, ich kann... Ja, das reicht. Ich kann nach Abrasser und zurück hoffentlich noch. Ansonsten kann man in Abrasser auch bestimmt Reiseproviant kaufen. Hätte nicht gedacht, dass ich so viel brauche, als ich jetzt hier so losgegangen bin. Der Weg ist ziemlich weit. Kann man ja nicht anders sagen. Nein, nein, nein. Keine Zeit für kleine Spielereien. So, dann gehen wir hier lang. Aber ich kann auch einfach hier so gerade. Ich muss ja nicht nochmal... Warte mal. Hier bin ich... Und jetzt kann ich hier den Trampelpfad laufen. Das hier ist die zerstörte Siedlung. Eine Minimap wäre auch praktisch. Hm. Oder man kennt die Wege, ne? Das wäre natürlich auch was. Dafür muss ich aber noch ein paar Mal hin und her rennen. Hier rechts geht's zum Wachturm. Jetzt kratzt ja schon wieder meine Boxen. Ich krieg die Krise. Ja, kann ich jetzt auch nicht ändern. Ach, das ist dieser Ding, es stimmt. Will nicht. Jetzt zerleg den richtig, Sekunde. So. Weiter. Hier müssen wir noch jetzt rechts runter, oder? Ja.
Ah, das Ziel ist in Sicht. Kriegen wir heute doch noch Abrasser zu Gesicht. Hatte kurzzeitig Angst und Bange, dass wir nur noch diesen komischen Turm sehen. Aber gegen Lichtwärter wollte ich jetzt nicht wirklich kämpfen. Na, der Übeltäter kommt hier, der gerade die ganzen Boxen zerlegt hat. So. Abrasserwüste. Hier. Da muss ich auf jeden Fall dort irgendwo mir Reiseproviant besorgen. Ich kann ja noch nicht mal mehr zurücklaufen nach Berg. Blocken wendet alle Schäden durch Nahkampfangriffe ab, kostet aber Ausdauer, Schilde lenken Pfeile und dergleichen ab, jedoch keine magischen Geschosse. Das wäre auch heftig. Eine Menge Sachen sind verfault. Und es wird heiß. So. Das alle... Alter Schwede, das sieht ja richtig heiß aus hier. So, langsame Erkältung. Was können wir gegen... Elementare Immunität? Nein. Stabilität, Steinfleisch, Wettertrotzens. Nehmen wir den. Sehr gut. Wo sind wir reingekommen? Hier. Das heißt, hier ist die Oase der Nomaden. Ruinen von Altle... Ah, guck mal. Wenn wir jetzt hier so rechts rüber gehen, einfach querbeet, dann kommen wir zur Stadt. Ja. So, dann gehen wir doch mal los. Natürlich auch mitten im Nachmittag rangekommen, ne? Was sind das für Viecher? Irgendein Käfer. Oh. Trinken wir mal einen Schluck. Die Ausdauer geht hier ganz schön schnell weg. Habe ich nicht noch eine Marmelade? Ne, Marmelade ist aufgebraucht. Hm? Hört sich nach Kampf an. Ich will jetzt nicht kämpfen. Ich kenne alle Tiere hier nicht. Man kann sich ja auch nicht wirklich an irgendwelchen Sachen orientieren, ne? Oder ist da vorne die Oase? Ist ja ein Baum. Kaktus. Kaktusfrucht. Ich weiß jetzt, ich kann die Musik nicht einschätzen. Ist das Kampfmusik oder ist das einfach nur ambiente Musik? Was ist das für Musik? Ist das die Oase? Da hinten sehen die Käfer ein bisschen anders aus. Ich hoffe, das ist die Oase. Und ich hoffe, sie sind freundlich. Sind nicht freundlich! Au! Eisenspeer. Wüstenbandit. Ah! Eishexe. Okay, aber vielleicht finde ich hier ein bisschen Wasser oder was anderes. Abenteuerrüstung. Aber Wasser. Wasser ist gut. Denn ich hatte jetzt gerade auch kurz Schiss, dass ich... Ah, guck mal, hier kann man sauberes Wasser sammeln. Wunderbar. Ich denke, das wird hier wirklich die Oase der Nomaden gewesen sein. Nee, oh, jetzt müssen wir nach Osten. Nur noch nach Osten. Da ist der riesige Schwarm wahrscheinlich. Dann orientieren wir uns immer an den...
An den Sachen, die wir sehen. Wirkt und... Die belebend wirkt und gegen die Sonne schützt. Das ist gut. Dann haben wir davon 3 Stück. Verwenden wir eben mal den... Genau, den, Mir fällt sich ein Verband. Und weiter. Okay, man kann also nur die großen, runden Kakteen benutzen. Die mittelgroßen, runden Kakteen. Nehmen wir bloß alle von mit. Wir wissen nicht, wie lange wir laufen müssen und wie viel Schutz vor der Sonne wir brauchen. Eine Käfer würde ich halt theoretisch gerne mal ausprobieren, aber ich hab Schiss, dass die mich wegmachen. Und ich sehe da hinten Levant. Dieses Ziel ist... Was ist das? Ach, das ist der... Oh, ich dachte gerade, unter dem Sand wäre was. Ich bin überhaupt nicht angespannt. Bin super entspannt. Kommt die überhaupt näher, die Stadt? So, da rechts sind wieder diese komischen Käfer. Links ist ein roter Vogel. Und hier hinter der Düne... sind die roten Käfer. Die habe ich gesehen. Kommt der da hoch, oder? Na los, ach komm schon. So. Armer Kerl. Oder Frau. Ah, doch, wir kommen näher. Das ist dieses, wie nennt sich das nochmal? Dieses, wenn man ganz schwüles Wetter hat, wo dann die Sicht so verschwommen ist. Auf größere Distanz. Gibt einen Begriff dafür. Weiß aber nicht mehr, wie er heißt. Die Sicht, die macht das total wirsch. So. Puh, dann gucken wir mal. Levant, sind wir angekommen. Die Sonne geht so langsam unter. Es geht perfekt auf. So, reingehen wir aber erst in der nächsten Folge. Ja, fürs Zuschauen. Und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss.